Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Guten Abend. Mittag. Dem Tiger Farm. Mahlzeit. Und dem Varuna. Ja. Oh, vielen Dank. Bitteschön. Ich bin der Einzige, der an sie denkt. Ja. Hallo? Zuerst möchten wir euch natürlich einen schönen, je nach Bundesland, Karfreitag wünschen. Das ist ja oder auch schöne Ferien, je nachdem. Der Freitag vor Ostern. Und bevor wir das Ende der Folge vergessen, natürlich auch frohe Ostern. Ja, stimmt, frohe Ostern. Viele bunte Eier. Und schon am Anfang, Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. So schaut es aus. Wenn ihr das vergesst, dann kommt der Osterhase zu euch und gibt euch keine Eier. Ich bin so gut, ich hab's freigesprochen. Alleine. Oh mein Gott. Ich bin endlich alleinschuldig. Wie nennt man das? Egal. Egal, nennt man das. Gut, Lohnunternehmen heute bei Mikado. Mir. Hallo. Schon rüber hier. Boah, das erinnert mich an die alten Zeiten, ne? Wo wir immer abwechseln mussten. Ja, muss man leider in den nächsten Folgen immer noch. Das erinnert mich auch an die alten Zeiten. Da unser anderes EU uns im Moment ein bisschen verlassen hat. Ja. Gut. Aber dann können wir gerne Aufträge vergeben, wenn sie wollen. Gehe ich mal ins Kämmerchen. Entweder ziehen sie uns oder sie gehen. Ich gehe mal ins Kämmerchen. So. Wir werden heute noch die letzten Bäume auf der Seite hier entfernen. Ich muss mal gucken, weil irgendwann demnächst werden auch unsere Felder erntereif. Da ist Gerste gepflanzt. Ja, die ist immer noch nicht ganz fertig. Da ist Gerste gepflanzt und ich hoffe, dass das mal demnächst fertig wird. Und dann müssen wir irgendwas pflanzen, was uns mehr Geld bringt. Bye. Wenn wir die Parzelle verkaufen. 240.000. 240.000, das ist schon mal gut, das ist eine Viertelmillion. So, wer will, kann gerne auch morgen noch anschauen. Da kommt noch eine Folge XL fahren. Danke. Oh, hallo. 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 Ich habe gerade gemeint, morgen kommt noch eine Folge XL fahren. Ah, oh ja, Gott. Stimmt. XL fahren mit dem Helfer Mikado. Ne, mit dem Helfer Mika, Entschuldigung. Der Helfer Mika, der ist sowieso der Beste, ne? Ich finde den korrekt. Tigerfarm ist besser, ja. Ich finde, die machen beide einen super Job. Kann ja nicht hier Partei. Wo meinst du jetzt? Hier oder in XL? Der macht nur Tigerfarm einen guten Job. Danke. Sorry, das du hast mir die Vorlage gegeben. Ehre genommen, richtig. Also die Motorsäge, die pfeift aus dem letzten Loch. Ist das so? So viel wie hier bin ich noch nie auf Bäumen, auf Dächern rumgetanzt. Also ich kann echt nicht gut mit dem Flug umgehen, wollte ich jetzt nur mal gerade so sagen. Ne? Das nicht, dass du dich wunderst. Sieht man. Ich habe noch nie mit dem Flug gearbeitet, ja. Warum machst du nur so eine kleine Fläche? Das ist doch eine größere. Nee, den Rest will ich noch behalten, das war's. Das kleine Stück hier reicht auch bestimmt. Wir brauchen noch nicht viel. Aha. Er pflanzt, er macht größeres Dings hier. Feld, damit er. Oh Gott, ey. Damit in anderthalb Stunden wird vorgespult. Mehr Anbaufläche für den Wald, für die Gerste hat. Das ist schon mal interessant. Ich würde mir gerne auch noch ein Feld zulegen.
Das wird man wahrscheinlich machen, wenn... Ich hoffe, du kennst auch diesen Muter. Das kenne ich. Wenn... Muter. Ja, ja. Wir die Parzelle hier wieder verkaufen. Die schlimm. Was los? So schlimm. Was? Was? Nicht alles gut? Was hab ich denn gesagt? Nix. Ja, also. So, du. Bald sind die Bäume fertig hier. Ey, wer hat wie viel. Warte mal, wie viel Geld hat uns die schon eingebracht? Es tut mir leid, aber du musst gleich nochmal hier drüber fahren. Lieber Herr Tiger Farm. Kauf das Holz. 100, ich mach's. 120, 200, 70.000. Ich gebe mein Bestes. Hoffe ich. Nee, hoffentlich nicht. Hallo. Wäre nicht zielführend für mich. Man darf seinen Gegnern ja auch mal Glück wünschen, oder? Ich wünsche dir Glück. Viel Glück, Bruder. Siehst du? Wir dürfen doch auch mal nett zueinander sein. Nee. Hallo? Ich hab euch schon immer Glück. Aber nicht nett. Also, okay, Mikado, ich wünsche dir Glück und mir viel Erfolg. Das ist zwar sehr nett, aber... Andersrum sehr schön. Ich finde, es geht doch netter, oder? Ja. Vanilla, ich wünsche dir den Sieg. Ich wünsche dir nicht den Sieg. Unparteiisch sein. Guck, so ist das ist nett. Das war ja auch ein ganz kleiner Spiel. Sag mal, machen wir eigentlich noch eine Flachwitze? Machen wir jetzt eigentlich noch eine Flachwitze? Ach, guck mal, Flachwitze. Nee. Ach, doch, komm. Bitte heute nicht schon wieder. Können wir gerne irgendwie. Ach, die gefallen die doch schon so schön. Aber wir können ja mal einfach Projekt intern bleiben. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Den kenne ich schon. Aber das ist doch lustig. Geht das nicht. Was macht eine Bombe im Bordell? Uff. Uff. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Ey, wir müssen wirklich mal die Flachwitz-Challenge machen. Oder deine Mutterwitze. Kennt ihr die? Schüler und Lehrerwitze sind bestimmt witzig. Dann bin ich raus. Bin zu alt dafür. Solche Späßchen. Nein, so alt bist du doch gar nicht. Ein halbwüchsiger Junge zu seinem Vater. Hier ist ich mein Zeugnis. Du klingst und so alt, sagen wir es so, ja? Und hier eine von mir zusammengestellte Liste renommierter Unternehmen, die nie das Abitur gemacht haben. Verstehe ich jetzt auch nicht. Warum, ne? Was? Darf ich mal schätzen, wie alt du bist? Das ist völlig bekannt. Aber mach. Echt? Ich habe einen guten Lehrer. Ich habe jetzt auch Facebook. WTF. Lehrer, was heißt WTF? Schüler, welcome to Facebook. Ich schätze dich jetzt mal auf 26. Das könnte ein Witz von der Angie sein. Was? Das, was ich gerade gesagt habe, oder? Nein, das mit Welcome to Facebook. Hast du das denn wenigstens gehört, was ich gesagt habe? Das ist auch gut. Habe ich überhört. Achso. Das kann ich sehr gut. Der Lehrer schreibt an die Tafel und fragt, was bedeutet das? Unentschieden, ruft die Klasse. Können Sie weitermachen mit der Tiger Farm? Mit der Tiger Farm. Was ist mit mir? Können Sie bitte weitermachen mit der Schildarbeit? Ach, das ist. Uiuiui. Das ist. Was ist das? Oh, ich habe gerade etwas bemerkt. Das ist aber sehr schön. Oh, da fällt mir auch was ein. Die Zeit fehlt. Ich muss die Zeit reinholen. So. Soll ich die Zeit reinholen? Nee, ich muss die Zeit im Auge behalten. Sonst passiert mir wieder was. Oh oh. Ich weiß nicht, was passieren darf. Da ist was Böses im Busch. Ja, ja. Ein Waruna, ein böses Waruna. Ich bin nicht im Busch. Ein böses Waruna fangt es.
Warum hat er sich angeschaltet? Ja. Dieses Carport. Ja, wenn denn? Oh, es wird aber dunkel hier. Ja, das ist voll unrealistisch. Hörst du das? Immer auf einmal dunkel. Habt ihr jetzt gerade gehört, dass ich gehustet hab? Nee, aber dein Husten. Ja, komm, aber ich meine, ich rede jetzt über das Husten. Der Husten war nicht so. Du bist der Husten. Ich bin der Husten. Heiße ich jetzt neuerdings Mika. Mika Husten. Ja, so ungefähr. Okay. Bitte nicht Husten. Oder so. Was nein, denn? So will ich nicht heißen. Ihr wart bei Flachwitzen. Hey, ganz klar. Ich muss für Lügen machen. Erzählst du Lügen, Marune? Würde ich nie tun. Doch. Ich weiß es ganz genau. Mikado, noch was? Oder? Das wär's erstmal. Dankeschön für Ihre Hilfe und wie viel kostet das? 1600. Ach, echt, für das Teil? Egal. Wir wollen ja mal nicht so sein. Nee, wollen wir wirklich nicht. Danke. Perfekt. Ja. Ich muss mal gucken, wie weit wir hier überhaupt noch. Ich glaube, wir können hier noch mal eine Million rausholen an Holz. Gar nicht! Ich hoffe, Sie haben das nicht gesehen. Warte, sind Sie fertig mit Ihrem Sehen? Nee, ich bin noch nicht fertig. Ich meine nicht die, ich meine, nicht. Mr. Tiger Farm. Mr. Tiger Farm. Deswegen ja die Abrechnung. Ach so, ja gut, dann, tue ich dir nämlich zurückgeben. Söhrchen und vielen Dank nochmal für die Mitarbeit. Das haben Sie eben schon gemacht. Und vielen Dank für die Mitarbeit. Da habe ich schon erwähnt, dass das echt sehr nett war, dass die mitgearbeitet haben. Darf ich einen Flachwitz erzählen? Ja, dürfen Sie. Unterhalten sich zwei Schüler, sagt der eine, musst du auch immer vor dem Essen beten? Sagt der andere, nein, meine Mutter kocht ganz gut. Das ist leider kein Flachwitz, ist oftmals Realität. Nochmal 27.000. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie das bei dir war, aber... Ja, bei mir nicht, aber heutzutage, so ein paar Jährchen später, da ist es glaube ich wirklich Realität. Oh, ich hab noch richtig gut. Da geht man dann nur noch ins Restaurant. Ich fahr jetzt mal schnell zum Hof. Guck, dass alle also ich hab jetzt noch einen vom Trigger und dann geht's weiter. Der Lehrer erklärt, Wörter, die mit UN anfangen, bedeuten meist etwas Schlechtes. Wie zum Beispiel Unfrieden oder unangenehm. Kennt ihr noch ein Beispiel? Kevin meldet sich, ich kenn noch eins. Unterricht. Hä? Ich dachte, wir haben Kalk aus. Haben wir auch. Angezeigt wird's trotzdem. Oh, Mann. Ist rechts einfach deaktivieren. Ja, ich weiß. Trotzdem doof. Ah, ich hab noch richtig guten. Physiklehrer, was ist flüssiger als Wasser? Ein Schüler antwortet, Hausaufgaben sind überflüssig. Was war denn das? Heute haben wir in Chemie ein Experiment mit Wasserstoff gemacht. Das war ganz schön lustig. Hat's geknallt. Ja, das hat wirklich geknallt. Also das war halt nur ein kleines. Nee, wir haben einfach Reagenzglas, da haben wir dann Essigsäure und Magnesium reingetan, dann Daumen drauf. Dann haben wir gewartet, bis so ein leichter Druck entstand. Und dann haben wir dann aufgemacht und dann haben wir Feuerzeug dran gehalten. Dann hat es so ein Pop gemacht. Das war eigentlich ganz schön lustig. Hat man dann, in jeder Ecke hat man dann so ein leichtes Ploppen gehört. Oh Gott, nein, die LKW-Fahrer fahren auch wieder wie wild hier. Und noch so spät nachts. Dass Mikado in der Schule lernt, wie man Bomben baut. Nein, das lernen wir nicht. Das stimmt doch, das lernen wir. Ich muss mir irgendwie was soll ich denn jetzt gerade nochmal machen? Ach, ja, für die Wollpaletten überlegen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die wegkriege. Ja. Ich habe noch ein gut. Naja, ist es ein Witz, aber kein guter. Sagt die 0 zu 8. Schicker Gürtel. Treffen sich eine 9 und eine 6. Sagt die 9. Hey, wieso machst du einen Kopfstand? 12, 14, 16. Ah.
Schule, am besten so hoch, dass man sie nicht mehr erreichen kann. Hahaha, ha, ha, ist das lustig. Ja, das fand ich jetzt eigentlich. Kann mir mal einer sagen, wo mein Ladewagen ist? Oder besitze ich keinen mehr? Kann mir mal einmal einer sagen, wie das geht mit dem Ankuppeln hier von diesem Schmetterling? Das ist ja. Eine Seite geht und die andere geht nicht. Ja, ich. Ah, okay. Also beide gehen an den Traktor, aber nur eine geht an. Ja. Ach, Gott, wie doof. Ich glaub, du musst. Ja, von hier musst du rein. Naja, von hier muss ich mit dem Traktor. Und dann kannst du hier mit dem Teil da hier ran. Wenn das geht, dann fass ich einen Besen. Was? Ich fang schon mal an. Nee, es geht ja eben nicht. Dann mach ein Video daraus. Das Feld ist übrigens erntereif. Ja. Welches Feld? Bei mir oder bei ihm? Mikado. Kappa. Ja, dann, nee, wenn meins erntereif ist, Bei seins. Mir ist mein Kappa. Bei mir ist es. Wenn seins erntereif ist, ist meins auch erntereif. Aber nein, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Dann ist es vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles, wie schon am Anfang der Folge gesagt. Und bis morgen. Montag. Bis Montag. Und natürlich frohe Ostern, gell? Haut rein, macht's gut. Frohe Ostern. Frohe Ostern, ciao. Tschüss.